Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark im Überlebensmodus. Ja, die letzte Folge, die war so ein bisschen, naja, sagen wir mal, tief unglücklich. Unsere Kleidung hat es natürlich schwer erwischt, also zwei Sachen haben sich verabschiedet. Die restliche Kleidung, ja, ist jetzt okay, aber für die Berge ist das jetzt nicht gerade super. Sagen wir es mal so, ist eher suboptimal. Aber die liebe Flocke hat mir einen Hinweis gegeben, denn dieser Hinweis lautet: Schau doch mal in die Statistik rein und dort siehst du, ob du einen Bären getötet hast oder nicht. Da ich ja noch keinen Bären getötet hatte in dieser Episode, kann es ja nur dieser Bär sein. Und dieser Bär ist tot, diesen haben wir erledigt. Das heißt, er wird irgendwo da hinten, wo die Container sind, liegen und gestorben sein. Mit dem letzten Akt hat er uns quasi angegriffen. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns um unsere Vorräte. Das heißt, Bär ist auch dran. Aber da hinten liegt auch ein toter Wolf. Den würde ich ganz gerne mitnehmen. Und damit wir diesen mitnehmen können, würde ich ganz gerne da hinten den anderen Wolf zumindest anschießen, dass er verschwindet. Müssen ihn nicht unbedingt töten. Also wenn er tot ist, gut. Wenn er nicht tot ist, auch gut. Er soll aber jetzt erstmal hier weg. Das ist jetzt gerade das, was mich halt stört. Weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe. Auf jeden Fall ist er jetzt erstmal weg. Ja, Kolben kann ich auch noch alle mitnehmen. Die sind immer gut zum Essen. Mein Lieblings-Waschmittel für die Berge quasi, weil es auch leicht ist. Aber gucken wir erstmal hier. Es ist natürlich gefroren. Ich kann es auch gar nicht füttern, wenn es gefroren ist. Gut. Ja, von daher hat sich das ja eh erledigt. So, wir brauchen hier nur das Fleisch. Hier sehen wir den Unterschied. Ah, mit der Säge dauert es genauso lang. Denn jetzt besser. Auch die Kalorienverbrauch ist eigentlich vollkommen egal. Wir haben das, was wir brauchen. Wir wollten das Fleisch. Wir haben das Fleisch. Können wir diese Ladung schon mal reinbringen? Hatte er mir auch die Frage gestellt, ob das Sinn macht, die Sachen hier auf den Boden zu legen oder, weil es in der Hütte kalt ist, die Sachen einfach auf die Werkbank zu legen. Es ist auf jeden Fall sinnvoller, als die Sachen in den Behälter zu legen. Würde ich mal behaupten. Ach, da liegt noch Schnur, die habe ich gar nicht gesehen. Die ist manchmal aber auch so doof dargestellt, dass man die echt schwer sehen kann. Ah, ich habe getroffen. Also ich habe den Wolf getroffen. Das sieht man nur, wenn ich. Das sieht man dann rechts quasi als Skillfortschritt. Und den kriegt man nur, wenn man ein Ziel getroffen hat. Ja, danke für den Hinweis. Das ist dann auf jeden Fall auch gut zu wissen, dass ich mir das dann merken kann. Mir dann nicht immer diese gleiche Frage zu stellen, habe ich getroffen oder nicht? So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Fleisch. Das ist gut. Ich gönne uns mal einen Kaffee, damit wir ein bisschen mit der Ausdauer. Nur mit eins mit dem Tisch. Ja, das stimmt. Damit wir die Ausdauer ein bisschen im Auge behalten, denn wir werden uns jetzt ein bisschen eilen, um den Bären auseinanderzunehmen. Ich nehme natürlich wieder unseren Revolver in die Hand. Ja, der Bär ist natürlich echt. Ja, Arschlochbär. Er ist gestorben, aber vorher hat er uns doch einen mitgegeben. Müsst ihr auch darauf achten, unser Leben ist jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte. Das ist jetzt alles nicht gut. Und deswegen dürfen wir jetzt kein Risiko eingehen. Also klar, jetzt hier den Bären auseinander, aber jetzt keinen großen Trip jetzt machen. Das werden wir jetzt nicht machen. Wir bleiben ein bisschen vor Ort. Wir müssen ein bisschen jetzt gerade unsere Wunden lecken, ein bisschen vor Ort managen. Aber dann mal sehen. Hallo Dertek, grüß dich. So. Dieser Bär. Stöckchen da hinten würde ich auch ganz gerne mitnehmen wollen.
aus Prinzip. Ja, dann gucken wir mal. Wo hat sich der Bär denn hingelegt zum Sterben? War auf jeden Fall wieder sehr, sehr Nervenkitzel, das Ganze. Also Nervenkitzel der Jagd war auf jeden Fall hier gegeben. Kann man definitiv so sagen. Hinten schmatzen die Hirsche ganz friedlich um die Wette. Sehen noch keine Krähen. Müssen doch eigentlich Krähen um den Bären sein, oder? Da liegt er mit der Tod in seiner Höhle. Meiner Meinung nach war das schon wieder zu viel Nervenkitzel für eine Aufnahmesession und auch für die nächste. Flügel, hatte ich das jetzt hier eigentlich aufgedeckt? Nein, hatte ich nicht aufgedeckt. Dann machen wir das doch mal eben. Ach doch, hatte ich wohl aufgedeckt, hä? Okay. War dann nur gerade nicht der Mittelpunkt der Karte, sozusagen. Ja, das könnte auch ich sein. Das bin quasi ich nach dem Bärenangriff. Passt systematisch irgendwie zu dem Ganzen. Ich war dabei, das Ding aufzusperren. Dann kam der Bär von hinten. Passt doch irgendwie. Das hätte ich wirklich sein können. Ein anderer Spieler hätte mich dann hier gefunden. Papa hat gekocht. Oh ja, das ist schon mal sehr gut. Ich hätte aber trotzdem gerne den Bären. Und da ist die Frage, wo ist der Bär? Hat er da hinten seine Höhle gehabt? Also da hinten war ja auch eine Höhle, ne? Müssen uns jetzt ein bisschen auf Spurensuche machen. Aber ist ja nicht schlimm, wir wollten die Karte ja sowieso ausgiebig und alles erkunden. Kann halt so, ja, mehr oder weniger überall sein, ne? Liegt ein toter Wolf, wenn ich das richtig sehe. Oh, ich habe die Lampe abgelegt. Ja, ein Bärschi. Gucken wir mal eben, was haben wir denn? Ja, leider ist der Zustand der Dinge ja echt grenzwertig, ne? Da haben wir ja wirklich Müll aufgesammelt.
So. Das wäre der Wolf, das wären auch die Container gewesen, aber wo ist der Bär? Das Ganze hat sich jetzt so oder so schon mal gelohnt, jetzt von den ganzen Loot und alles. Ist wahrscheinlich mehr hinten in die Richtung. Also genau entgegengesetzt von hier. Sollen gleich mal in die andere Richtung schauen. Ich hatte gerade ein bisschen Muffensausen, überhaupt in diese Höhle zu gehen. Nachher lebt der Bär und der liegt dann da und schläft und greift mich dann an, oder was? Wäre anhand meines Lebens dann der Tod gewesen. Naja. Ja, stimmt, ihr könntet auch. Hier vorne ist die Baumrinde ab. Hier kann ein Elch sein. Stimmt, Sakari. Ja, genau. Also Obacht ist auf jeden Fall gegeben. Sollte gegeben sein, weil sonst sind wir tot. Da hinten sind wir, glaube ich, hochgerannt, als wir falsch gegangen sind. Fragezeichen. Gehen jetzt erstmal zurück. Wir gehen jetzt erstmal zurück und gucken, dass wir den ganzen Kram ablegen. War auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein Abenteuer in der letzten Folge. Das sind keine Elchspuren. Okay, da gut, dann. Ich dachte, die abgemachte Raum. Was erzähl ich da? Kaputte Baumrinde ist ein Zeichen für die Elche, dachte ich. Aber ich habe keine Ahnung. Die gibt es ja sowieso erst für mich seit neuestem. Natürlich nicht so eine Bedrohung wie ein Bär, aber die greifen einen ja trotzdem an. Aber ein Elch kriegt man natürlich wesentlich einfacher erledigt mit einem Gewehr als ein Bär. Und selbst den Bären haben wir so oder so getötet, wenn auch nicht auf die. Ja, nicht auf die schönste Art und Weise, sagen wir es mal so. Also geplant war es so ja nicht. Ja, jetzt haben wir die Taschen voll. Wir haben ein bisschen Fleisch, wir haben jede Menge Getränke. Dosen. Ja, es ist vom Zustand zwar nicht der geilste Stuff, aber wenn wir eine Lebensmittelvergiftung kriegen, dann ist das so. Wir haben genug Lackperlinge, wir haben genug Hagebutten und sowas, dass wir dagegen arbeiten können. Und die 10 Stunden in der Hütte verbringen, schaffen wir auch. Mein Gott, wir haben noch was zu lesen. Das heißt, wir können dann eventuell auch noch so ein bisschen Zeit totschlagen. Aber das war uns ja von vornherein bewusst, als wir gesagt haben, wir machen den Wolfsberg. Hier kannst du nicht mal eben losrennen und direkt auf die Spitze rennen. Hier muss man sich rantasten, zumindest wenn man überleben möchte. Wenn man sterben will, dann kann man das gerne tun. Aber wir versuchen es ja dann doch ein bisschen mit Sinn und Vernunft. Ich will auch gleich jetzt noch ein bisschen schlafen, um noch mal ein bisschen Leben zu regenerieren. Aber erst einmal bringen wir den ganzen Kram weg. Vorher brauchen wir gar nichts anderes machen. Wir hatten ja eben schon Kram abgelegt. Ich hatte ja eben schon quasi in Anführungszeichen überflüssigen Kram abgelegt, um Gewicht zu sparen und trotzdem sind unsere Taschen so voll. Wo die ganzen Äste und sowas, das wiegt natürlich auch was, aber. Sind ja nun mal auch eine Seltenheit. Mindestens eine Seltenheit, wenn man jetzt schon auf Pfeil und Bogen gehen möchte. Auf lange Sicht. Das ist ja doch irgendwie mein Ziel hier in der Sandbox, dass ich Pfeil und Bogen ein bisschen mit euch machen will. Aber der Weg ist natürlich das Ziel und da ist der Weg halt noch sehr lang.
Jetzt müsste das Ding noch brutzeln, quasi der Tisch. Dann ist das hier wie so ein Küchengrill, so ein riesen Küchengrill. Gleiche Wänden, das im Restaurant. Ja. Wenn die Fantasie mal wieder zu Ohren steigt. Wir machen mal eben Taschen ein bisschen leer. Denn ist das, was jetzt so geht. Aber da geht ja schon eine Menge. Das nehmen wir mal mit, falls wir den Bären dann erlegen wollen. Ja, trinken, also Wasser abkochen ist ja eh nie ein Problem. Wir haben auch noch genug andere Getränke da, das ist alles nicht so das Ding. So. Ja, Grundequipment ist jetzt eigentlich nicht so schwer, was wir dabei haben. Stimmt, die Geschichte hier. Ich glaube, das trocknet gar nicht hier drin, ne? Das ist ja, das kann ja gar nicht hier drin trocknen, oder? Weil trocken ist es ja hier drin irgendwie schon, aber wahrscheinlich nicht so trocken, dass das dann, dass die Sachen dann trocknen können. Vermute ich mal. Vielleicht erzähle ich auch nur Schluss und das geht ja wohl. Das könnte ich jetzt hier nicht beschwören. Ja, stimmt, aber ich könnte etwas Muni ablegen. Ja, doch ein bisschen viel. Also, ich muss ja nicht wie Rambo voll bewaffnet gegen 30.000 Wölfe kämpfen. Gehen wir mal 40 Schuss hiervon ab. Ja, nicht übertreiben. Und hier kann ich auch nochmal 10 ablegen. Einfach mal ein bisschen Reserve auch zu Hause zu haben, ist ja nicht verkehrt. Damit man noch ein bisschen geerdet ist und sagt, okay, investiere ich den Schuss jetzt oder investiere ich den Schuss nicht in den Wolf oder nehme ich lieber eine Fackel? Einen habe ich ja dabei, zur Sicherheit. Jeder kann ich da ablegen. So, vom Gewicht her geht es jetzt. Müssen natürlich noch was essen und was trinken. Würde aber auch ganz gerne dann schlafen. Das Ganze ist so. Schlafen wir 3 Stunden. Ich hoffe, dass wir den Bären jetzt noch finden werden. Das wäre echte Verschwendung. Wir den getötet haben und die Leiche von ihm nicht so schnell finden. Ja, unser Leben ist jetzt einigermaßen im grünen Bereich, sage ich mal. War immer noch nicht so top. Also gegen weiteren Bären können wir nicht anstinken. Aber wenn uns ein Wolf angreifen sollte, werden wir das überleben. Bisschen häppchenweise essen, dass wir nur erstmal ein bisschen gesättigt sind. Sind ja jetzt nicht so Ewigkeiten weg. Die Nacht bricht ja auch langsam heran. Aber ich würde sagen, wir ziehen noch mal los. Versuchen, die Leiche des Bären zu finden. Die Tür kann ich offen lassen, ist ja egal. Da sollte sowieso nichts reinkommen. Na ja gut, dann beeilen wir uns mal ein bisschen, weil die Zeit ist gegen uns. Desto schneller wir die Bärenleiche finden, umso besser. Ich vermute mal, dass sie natürlich links von dem Ort ist, wo wir gerade eben abgesucht hatten. Ist jetzt genau in die entgegengesetzte Richtung. Wir haben noch ein bisschen Zeit und selbst wenn es dämmert, können wir ja trotzdem noch nach Hause gehen. Ist ja nicht so, dass wir sofort sterben, nur weil es jetzt gerade dunkel ist, aber wäre natürlich schön, wenn wir die Nacht über zu Hause sind, beziehungsweise im Haus. Solange wir ein Dach über den Kopf haben, sollten wir das ausnutzen. Wenn wir nachher auf den Wolfsberg klettern, ist das natürlich eine andere Option. Also, da müssen wir dann in eine Höhle flüchten. Da sieht das Ganze schon anders aus. Auf den alten Spuren des verwundeten Extrems laufen wir entlang. Okay, die sind jetzt verschwunden, die Spuren. So viel dazu. Ah ne, hier sind noch so ein paar Spuren im Schnee. Hin und wieder mal. Ja, Wölfe sollten jetzt hier eigentlich auch tot sein. Jetzt haben wir ja da schon ein paar Wölfe
angeschossen. Wir haben ja schon zwei Leichen der Wölfe auseinandergenommen. Wer weiß, ob da noch mehr sind, weil die anderen, die wir angeschossen haben, sind ja auch irgendwo hingelaufen. Keine Ahnung, ob die tot sind oder ob die irgendwo rumstreunen. Also einer auf jeden Fall noch. Oder er ist halt tot, wie auch immer. Warten wir es einfach mal ab. So, also der Bär kam ja ursprünglich aus dieser Richtung. Hat er uns da vorne angegriffen, beziehungsweise da vorne. Dann wird er ja wahrscheinlich irgendwo auch in diese Richtung zurückgegangen sein, bevor er gestorben ist. Ganz kurz einen Schluck trinken, Stimme versagt. Ja, Hirsche, ihr könnt jetzt noch in Ruhe weglaufen. Euch wollen wir nichts tun. Frage ist, wo ist der Bär denn hin? Er kam ja auch von hier. Das ist ein bisschen wie die Nadel im Heuhaufen suchen, obwohl es ein großer Bär ist, aber. So offensichtlich findet man ihn ja doch nicht. Und die Hirsche, die da so ein bisschen Lärm machen im Schnee. Nehmen wir alles mal mit, falls wir im Notfall noch ein bisschen Tee kochen müssen für die Gesundheit. Also kann ich ja auch in der Schnelltaste machen. Da liegt er. Der kleine Stinkebär. Na, klein ist gut, ne, aber. Stinkebär ist das allemal. Vor allem jetzt stinkt er schon verwest hier. Okay, wir machen es mal ruhig. Erstmal eins nach dem anderen. Weil der wird jetzt eine ganz große Last sein, weil. Ja, der wiegt ja auch einiges. Sein Fell ist das Wichtigste. Ja, ich habe wenig Mitleid mit dir. Du hast mir nämlich übel zugesetzt, du Kacker. Deswegen habe ich da echt wenig Mitleid. So. Das Übrige drumherum sammeln wir auch ein, die Krähenfedern. Gucken wir mal rein. Ja, 29 Kilo Fleisch. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist das Fell und das wollen wir haben. Halbe Stunde holen wir uns. Jetzt machen wir es erstmal ruhig. Wir gucken mal. Die Sonne geht langsam unter. Jetzt müssen wir uns vor allem mal orientieren. Wir müssen hier entlang, hinten rechts wieder hoch, um zur Hütte zu kommen. Falls es jetzt gleich dunkel wird oder ein Sturm aufzieht. Beides kann passieren. Wir wissen ja, Wetterwechsel kann sich jederzeit ändern, weil ich den Schwierigkeitsgrad hochgestellt habe. Das ist ja die Herausforderung. Bereiten uns schon mal ein bisschen drauf vor. Auch wenn meine Stimme gerade ein bisschen abkackt, es tut mir leid. Wir machen jetzt mal nicht übertrieben. Machen wir es mal stündchenweise. Ist eigentlich auch schon wieder übertrieben, ne? Aber machen wir mal. Eine Stunde. Schauen uns um, das Wetter. Schwierig. Ich versuche mal hier mal eben zu gehen, damit ich die Spuren eventuell auch sehe, wo ich dann halt auch lang muss. Aber eigentlich ist das ja offensichtlich. Machen wir mal eine halbe Stunde lieber. Es sieht immer noch gut aus. Hütte zieht als Innenraum bei mir, auch wenn die Hütte offen ist. Okay, dann werde ich die dann das ganze Fleisch dann vor der Hütte legen. Muss ich dann manches wahrscheinlich dann auch beraten. Halbe Stunde.
der Bär ist natürlich eine harte Nuss, ne? Den machst du mal nicht so eben leer. Ich dir so rum. Diese Soundkulisse. Nur das Wetter ist jetzt nicht so geil. Halbe Stunde. Wir gehen lieber auf diesen halben Stundenturnus. Das ist mir sicherer. Als hier nachher irgendwie in einem Stehsturm mitten in der Nacht zu stehen. Wir sind jetzt auch relativ überladen. Trinken uns mal Kaffee. Konzentrieren uns mal eben und gucken mal eben nach, was wir alles haben. Bärenfell, ganz wichtig. Das Geräusch hier im Spiel immer, ne? Ich würde sagen, wir bringen das jetzt weg. 14 Kilo ist dann noch. Wir können das am nächsten Tag versuchen. Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir ein Problem, Leute. Oh. Ja, die Frage ist, schaffen wir es irgendwie in dieser Hütte? Bin mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt hier nicht steil hoch müssen. Natürlich jetzt schwierig. Ich glaube aber, wir sind richtig. Scheiße, wir sind nicht richtig. Fuck. Wir sind nicht richtig. Wir müssen jetzt hier. Das ist ein doofer Weg jetzt. Jetzt müssen wir hier relativ steil runter. Nein, war das doch. Das war doch hier. Nein, wir werden nicht hier sterben, Leute. Ich habe nicht wirklich eine Ahnung, wo wir hier sind.
Eigentlich müsste ich mich jetzt nur noch links halten. Oh wow. Na super. Knöchel, Verband. Verband, Knöchel. Schmerzmittel. Gleich ablegen. Hier müssten wir hoch. Da müsste es dann anschließend direkt wieder runtergehen in so eine Kulle. Dann geradeaus und dann rechts und sind wir bei der Hütte, wenn ich recht habe. Wenn nicht, sind wir tot. Geht zu steil runter. Ich bin, glaube ich, ich muss hier noch weiter links und dann rechts. Oh, verdammt. Ich hasse so eine Situation. Hier ist die Hütte. Hier hinten müsste die Hütte sein. Da ist sie. Alter! Ich dreh durch. Boah, ey. Also zum Glück ist mein Orientierungssinn in Zelongda fast immer gut. Also ich lag, als der Sturm losging, ich lag in der Richtung richtig. Ich bin nur zu weit gegangen. Ich hätte erst nach rechts hochgehen müssen. Stattdessen bin ich gerade ausgegangen und dann hinten irgendwo rechts und das war falsch. Zum Glück habe ich gewusst, dass ich da falsch abgewogen wäre, sonst hätte ich den, sonst hätte ich den Weg niemals gefunden. Hätte ich das niemals gefunden. Oh, ey. Gut, da muss ich erstmal vor Freude in der Folge einen Schluck trinken. Wir sind schon wieder bei gewaltiger Überlänge. Leute, mein Herz, ey. Die heutige Folge hat's so in sich. Ja, also heute brauche ich wirklich Nervenkitzel. Das ist erst der Bär, die dutzenden Wölfe, die wir hatten, und jetzt das. Also. Ich glaube, ich werde sogar das Fleisch wiederfinden. Das ist jetzt ein bisschen hochgestochen, aber ich glaube, ich weiß, wo ich das sogar abgelegt habe. Ah. Gut. Ich würde sagen, ich beende erstmal an dieser Stelle die Folge. Wir werden die Nacht definitiv überstehen. Wir werden überleben. Und wenn euch das Überleben hier in der Dunkelheit und in dem Sturm gefallen hat, zeigt es doch gern mit den Daumen nach oben. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und schaut auch gerne mal auf Twitch vorbei. Link in der Beschreibung. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bin raus und sag bis dahin.